Startschuss zum Herbstwaldlauf des SC Tegeler Forst. Das heißt Crosslauf für jedermann, ob jung oder alt. Die ganze Familie kann hier teilnehmen. Alle geben ihr Bestes. Doch die Motivationen für die Teilnahme sind unterschiedlich. Alle Menschen, die man über das ganze Jahr lang sieht, alle hier sind. Weil ich im Training bleiben will, ich will nächstes Jahr Triathlon machen. Es ist eine familiäre Stimmung und es macht einfach Spaß, dabei zu sein. Ne? 11 Kilometer quer durch den Wald, über Stock und Stein, hoch und runter. Das ist besonders anstrengend. Warum macht man da mit? Einfach, weil Laufen Spaß macht, weil das ein sehr familiärer Lauf ist und weil zum ersten Advent was Besonderes gehört. Und das ist unser Herbstwaldlauf. Und der findet bereits zum 59. Mal statt. Teilgenommen haben knapp 320 Läuferinnen und Läufer. Das ist eine ganze Menge. Und bedeutet, zufriedene Organisatoren, die durften bei diesem Crosslauf sogar echte Globetrotter begrüßen. Das ist ein schöner Saisonabschluss, weil ich hatte das Vergnügen, in diesem Jahr den Berlin-Marathon zu laufen. Dann hatte ich auch noch das ganz, ganz große Glück, in New York zu starten. Im nächsten Jahr findet das Laufevent für jedermann dann zum 60. Mal statt. Und ist damit der älteste Crosslauf Berlins. Ist da was ganz Besonderes geplant, bestimmt? Dass wir den wiederholen, weiß ich nicht. Nee. Nein, noch nicht wirklich. Okay. Das ist auch nicht weiter schlimm, denn auch so wird es ganz besonders anstrengend.